Hey ho, hallöchen meine lieben Zuschauer, ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu einer Runde Doom 3. Hier ist wieder euer Donny, der Kettensägenliebhaber. Ja, ist doch wunderschön. So, ich wechsle mal. Das war Befehlsverweigerung. Zurück an die Konsole, aber Danny, ich setz die Meldung ab. Es ist deine Pflicht, die Nachricht zu senden. Ach ja, in der letzten Folge haben wir diese Kommunikationsanlage benutzt, um die Nachricht nicht zu schicken, weil es einfach zu gefährlich ist, weil wir nicht wissen, mit was wir es hier zu tun haben. Nachricht übertragen, können wir jetzt nochmal hier das versuchen. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, wir dürfen das dürfen wir einfach noch nicht machen. Weil sonst werden wir hier noch eine Art Virus auf die Erde bringen. In Form von bösen Dämonen der Hölle. Okay, stoppen wir mal die ganze Sache. Tut mir leid, Sergeant Kelly. Tut mir wirklich leid, aber es ist das Beste, glauben Sie mir. Gut. Ach Mann, ich mag Sergeant Kelly eigentlich. Ich möchte ihn nur ungern enttäuschen. Aha. Sehr schön, okay. Wir gehen mal weiter hier. Und es speichert. Das nehme ich sehr wohlwollend zur Kenntnis. Und hier haben wir wieder einen schönen Ausblick auf einen Schacht, so eine Art. Ja, okay, ich sollte mal hier durchrennen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen weiterkommen in dem Game. Und hier wieder mal wunderschön Blut und Tote. Das ist deine letzte Chance. Geh an die Konsole zurück und... Was ist jetzt los? Sergeant Kelly? Ich glaube, Sergeant Kelly hat es erwischt. Ich hoffe es nicht. Also auch wenn ich jetzt seinen Befehl vergeweigert habe. Es tut mir leid. Ach Mann. Ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen. Mann, Sergeant Kelly, blöder Sack, ey. Macht er mir hier ein schlechtes Gewissen? Geht gar nicht. Ich bin hier doch nur da, um Leute, also keine Leute, aber halt böse Dämonen abzuballern und nicht hier. Müssen wir eigentlich nochmal hin? Ich gehe mal kurz in die Ebene Technik. Ich bin hier, um Dämonen abzuballern und nicht hier irgendwie schwere Entscheidungen zu treffen. So, ich hoffe, der Aufzug wird hier nicht gleich durch irgendwas in Absturz gebracht oder so. Und. Aha. Da ist unser Roboter von vorher. Aber ich glaube, wir müssen. Aha. Ach, ich habe ihn noch erwischt, oder? Aber er lebt natürlich noch. So, jetzt haben wir dich, du lieber kleiner Wichtelmann. Gut, da haben wir fröhliches Feuer. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier nochmal rausgekommen sind. Ach, wahrscheinlich ist hier wie eingestürzt. Da sind wir ursprünglich hergekommen. Das heißt, wir müssen nochmal in den netten Aufzug. In den lieben netten Herrenaufzug. Ab in die Wartung. Need extra USC Credits. Nein, immer noch nicht. Wir sind hier einfach nicht hier bei. Also, ich weiß nicht, für was ich das verwenden sollte. Ganz ehrlich. Hallo. Ach, ihr Dreckigen. Eine böse Falle. Ich höre schon wieder einen Imp. Oh, scheiße. Hätte ja schon wieder zwei Schüsse aus. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben es knapp überlebt. Ja, okay, so knapp auch wieder nicht. Bumm! Und weg ist er. Sehr schön. Ah, ein Medipack, das gefällt mir. Oh, mein Gott! Eine Tür kommt auf uns zu. Oder ein Torbogen. Also das sieht schon grafisch echt gut aus, muss ich sagen. Für damals. Aha, das ist ja mal heimtückisch, was hier so vonstatten geht. Wahrscheinlich werden wir von beiden Seiten befeuert, oder? Ach nein! Da kommt wieder ein lieber, netter Herr Marine. Ach, ist das schön mit denen. Ich hab euch doch gern, Jungs. Das wisst ihr doch, oder? Ja, Junge. So, jetzt haben wir ihn weg. Gut, also Sergeant Kelly scheint irgendwie überfallen worden zu sein. Er hat nichts mehr wirklich von sich gegeben. Aber ich dachte schon, die wären jetzt einfach so weg. Hätten keine Lust mehr gehabt. Keine Motivation mehr. Ach ja, komm. So, jetzt haben wir die. Wie kommen wir eigentlich da rüber? Müssen wir hier irgendwie drauf springen eventuell? Oder... Das würde ich jetzt gerne versuchen, weil da ist ein Rüstungsfragment. Oder können wir hier über die... über so ein Rohr laufen? Versuchen wir es einfach mal. Ich speichere kurz. Spiel speichern. Überschreiben, gerne. Gut, und dann drauf. Ah. Oh Gott. Ah. Okay, ich hoffe nicht... Okay, wenn ihr jetzt durch die Gegend chauffiert, oder? Ach ja, tatsächlich.
traue mich irgendwie nicht rüber zu springen, um ehrlich zu sein. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir da drauf gehen, aber ich habe es geschafft, sehr schön. Das gefällt mir, wir haben jetzt sogar dieses tolle Rüstungsfragment hier gefunden und das hat jetzt unglaublich das Spiel verändert. Nicht wahr? Ach ja. So, jetzt hier nochmal auf. Ja. Ach egal, so, wir holen es kein zweites Mal, ich möchte es nicht hier unnötig in die Länge ziehen, wir rennen einfach weiter. Aber wir haben es ja hier in einer Parallelwelt, haben wir es ja hier gekriegt. Nachdem wir dann qualvoll verreckt sind. Ich höre schon wieder Freunde. LOL. Was war denn das für ein OP-Schuss, ganz ehrlich? Dumme kleine Marines, also da kann man echt ein bisschen wütend werden manchmal. Ein bisschen aggro. So, da lang. Ach, wir haben ja nur 40 Leben. Ah gut, der ist tot und da haben wir eine Heilanstalt. Eine professionelle Heilanstalt für den Dunlin. Ach Mann! Das hat der auch dringend nötig, der Dunlin. Der liebe nette Donny. So. Ach, ich dachte schon, da wäre ein Kärtchen oder sowas. So, und Aufzug bitte. Aufzug bitte. Aufzug bitte. Aufzug bitte, na los! Na, wird's bald. Dankeschön. Was war denn das jetzt für eine Aktion hier? Garage. Ich gehe mal in die Garage. Hier steht einfach Tür öffnen. Also Bugs in Doom 3 habe ich jetzt auch noch nie erlebt, wirklich. Echt komisch. Nachher ist es so das übelst verbuggte Spiel und ich habe es noch nie registriert. So, wir waren hier überall schon mal. Und was ich euch auch noch erzählen kann, liebe Leute. Ich habe euch ja in der letzten Aufnahmesession ganz herzlichst empfohlen, Leute, wenn ihr Let's Player seid, nehmt euch in so riesigen Abständen auf oder so unregelmäßig, weil ihr dann irgendwie wichtige Sachen aus der letzten Folge vergisst und dann irgendwie failt, was mir passiert ist in der letzten Aufnahmesession. Und jetzt ist es schon wieder 2 Wochen her, seitdem ich aufgenommen habe, Doom zuletzt. Ja, so macht man das professionell, Leute. Das, so lebt es sich, wenn man ein Vorbild sein möchte. So, Interplanetary Cargo Delivery. So, also ich hoffe, dass wir hier wieder rauskommen. Irgendwie ist es leider ein bisschen un-action geladen. Ja, wieder mal ein wundervolles... Ach, wir sind wieder runtergefahren, scheiße. Ich hätte in die Kommunikation fahren sollen. In die Kommunikation, ja. Wobei, da kommen wir doch auch her, oder? Naja, mal gucken. Vielleicht ist eine andere Kommunikation. Ach ja, stimmt. Da wurde ja das kaputt geballert von dem Swan und seinem Leibwächter, von der fetten BFG-Kanone. Und wir mussten dann hier unten hin, damit wir dann noch die Botschaft eventuell abschicken konnten, was wir ja nicht gemacht haben. So, mach wieder auf, dankeschön. Gut, da ist wieder so eine... Okay, einfach weiter mal. Ach, hinter uns. Ist ja wieder mal sehr freundlich. Und er lebt doch, oder? Ne, wir haben ihn umgebracht. Der war ein tolles... Ach, der ist hier so rausgekommen, oder? Der kleine Schlawiner. So ein kleiner... Ein sehr verworrener kleiner Marine ist hier aus den dunkelsten Winkeln. Okay, hier sind gruselige Geräusche, aber ich glaube, es sind nur Marswinde da draußen. Irgendwie ein Sandsturm oder sowas. Okay, wir sind nochmal hier. Wir haben alles entriegelt, okay, gut. Das haben wir letztens schon gemacht. Und ja, alle, ihr seht, hier war Dunlin. Alle Health Stations sind vollkommen ausgenutzt worden und ausgesaugt worden. Und da war die ehemalige Kommunikationsanlage, die jetzt nur noch Schutt und Asche darstellt. Gut, ich denke, müssen wir hier lang. Und ja, eine große Tür öffnet sich. Und zwar in ein neues Level, denke ich. Wir verlassen nun die Kommunikation und gehen in die Magnetbahn. Genau, da sollen wir uns ja mit dem lieben, netten Swan und seinem Kumpel da, der mit der fetten Waffe rumrennt, treffen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Ich hoffe es. Ja, wisst ihr... Oh, scheiße. Alter, der hat voll wie so ein Psycho geschrien. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ach, kacke. Oh Gott, wir brauchen Luft. Oh, oh. Wo müssen wir hin? Alter, die Luft. Hilfe, Leute. Da ist eine Sauerstoffflasche. Da hätte ich auch noch was gesehen. Sehr gut. Da konnten wir leider nicht einsammeln. Da hat es ja voll was gebracht, auf jeden Fall. So, wir gehen gleich hier rein. Schnell, schnell, schnell. Ah, die fliegenden Köpfe sind hier. Hilfe. 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 Aktivieren. Oh ja, der fliegende Kopf ist draußen. Und wir sind drin. Mit 19 Leben. Und jetzt kommen wir gleich mal wieder und ballern uns über den Haufen. Oh, doch nicht. Oh, der Gang ist irgendwie cool aus hier.
Oh fuck. Nein. Oh nein, oh nein. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh verreck. Oh, danke, dass es verreckt ist. Alter. Wir gehen jedes Mal fast drauf, ey. Das ist so hart hier, ey, was hier abgeht. Der hätte es auch gerade sogar ausgemacht, wenn wir da nicht stehen geblieben wären. So, immer nach hinten gucken. Ob auch kein böses Etwas kommt. Und uns Aua machen möchte. Aha. Wo? Aha. Hallo, junger Mann. Musste das jetzt sein? Egal. Wir sind ja, glaube ich, da. Ach, jetzt müssen wir hier nochmal zu gucken, wie der das einstürzen lässt. Dieser langweilige Teufel. Ja, komm her. Hoho, wie schlimm. Du bist so schrecklich. Gut, hier wieder durch. Jumpen, ja, hätte ich gerade fast gesagt. Ich meine natürlich durchsprinten. Bumm. 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 Ha, dich haben wir down. Dich auch noch. Ich sag, wir beide down. Ja, so muss man Doom spielen, Leute. So, jetzt aktivieren wir die Scheiße. Und nachladen, ja, haben wir schon gerade gemacht. Ich habe ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis, was Nachladen anbelangt. Und jetzt kommt der Fatty Mac. Ach ja, ich mache auch immer irgendwelche Fehler. Oh je. Okay, da war gerade ein kurzer Cut, liebe Leute. Und ja, wir sagen, wir machen jetzt hier für diese Folge Schluss. Weil ich jetzt doch nochmal weg muss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da hinten haben wir den jungen Mann an der Decke hängen. Was für tolle Aussichten.